Perfekt für jede Feierlichkeit, zum Geburtstag oder einfach mal zum Mittagessen. Wir machen heute Kürosuppe. Willkommen bei Gekocht, der beste Kochchannel auf YouTube. Ihr seht schon im Hintergrund die ganzen Zutaten. Die gehen wir schnell durch. Die Mengenangaben beschreibe ich euch wieder in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Rezept rausschreiben und nachkochen. So, wir brauchen Paprika, Wasser, Schweinefleisch, Schlagsahne, dann diesen cremigen Streichkäse, Knoblauch, Olivenöl, Thymian, Butter und so eine Zigeunersoße. Übrigens dann auch Thymian, Salz, Pfeffer. So, bevor es losgeht, brauchen wir erstmal einen Topf und den machen wir schon mal komplett heiß. Da ich schon alles vorgeschnibbelt habe, kann ich natürlich den Topf schon anmachen und mein Olivenöl schon mal reingeben. Zack. Und braten unser Fleisch braten wir jetzt an. Zu dem Fleisch geben wir jetzt Salz, Pfeffer und Thymian schon mal dran, sowie den Knoblauch. So, wenn das Fleisch dann soweit angebraten ist, machen wir natürlich dann den Paprika gleich damit rein und dann geben wir Wasser dazu, lassen das ein bisschen weich kochen und danach, dann sagen wir so circa eine halbe Stunde erstmal kochen, dann machen wir Schlagsahne dran, die Sahne, diesen Creme-Käse-Sahne, wie auch immer, ein bisschen Butter und ja, dann noch ein bisschen Zigeunersoße. Und dann lassen wir das schön köcheln, schmecken es noch mit Salz, Pfeffer ab und dann sollte es ein Genuss sein. Ja, ich stehe hier natürlich auch noch bei 29 Grad Außentemperatur in der Küche. Freilich. Man kann sich ja nichts anderes vorstellen hier. Durch den Thymian und dem, wie heißt es denn mit dem Knoblauch? Hier riecht es wie beim Griechen, das ist der absolute Wahnsinn. Aber boah, also wie es riecht und dann schmeckt, das ist dann mega. So, wenn es dann schon fast fertig ist, dann noch ein bisschen Salz, Pfeffer, wie gesagt, abschmecken, bis es euch gut genug schmeckt. Wenn es ein bisschen mehr Thymian sein darf für euch, macht natürlich mehr dran. So, und dann sage ich einfach nur Bon Appetit. So, so sieht die gute Suppe aus, wenn sie fertig ist. Ich habe jetzt noch etwas Chili noch dran gemacht, weil es noch nicht scharf genug war. Aber kann sich sehen lassen und es schmeckt auch verdammt geil. Also wer es nachkochen möchte, dann immer zu. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. Und wer es einkochen möchte, das mache ich jetzt. Hier oben verlinke ich euch mal einen Infocard, wo es zum Video zum Einkochen geht. Ich wünsche euch was. Einen wunderschönen Tag noch. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss, euer Micha.